Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Covet von Tracy Wolf mitgebracht. Das ist der dritte Band einer Reihe, nicht unabhängig lesbar und endet vermutlich wieder mit einem Cliffhanger. Warum ich vermutlich sage, ich hab's abgebrochen. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Covet von Tracy Wolf mitgebracht. Das Buch ist ein richtiges Schwergewicht, also ich werde es nicht sehr oft für euch rumdrehen können. Deswegen wird das alles etwas schneller ablaufen. Es ist wirklich, wirklich schwer, es hat fast 1000 Seiten. Also hier, das Cover ist wieder mystisch und faszinierend wie immer. Der Rücken. Seht ihr mal, wie dick das Buch ist, also das ist wirklich wow. Und der Klappentext. Da zoome ich jetzt wieder. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. Klingt doch interessant, oder? So, ich habe die Ausgabe mit dem Bücherbüchse-Farbschnitt. Ist oben wie immer dieser Wald. Diesmal ist an der Seite ein bisschen besser zu erkennen, wo die Reise am Ende mal hingeht. Und unten. Also ihr müsst vorher die Bände 1 und 2 Crave und Crush gelesen haben, sonst ergibt Covet für euch keinen Sinn. Grace und Jax haben die Spiele überlebt und doch haben sie verloren. Ihre Bindung wurde zerstört und Jax' Bruder Hudson behauptet jetzt, Grace sei seine Gefährtin. Aber wie kann das sein? Ihre Gefühle verwirren Grace ebenso wie diese Behauptung. Sie kann Hudson doch nicht leiden. Das ganze letzte Jahr hat er sich in ihrem Kopf genervt. Und jetzt? Warum hat sie auf einmal Gefühle für ihn, aber auch für Jax? Dann steht Jacks Leben auf dem Spiel und Hudson und sie müssen schwere Entscheidungen treffen. Denn sie wollen auch Cyrus, den Vater der Brüder, vom Thron schubsen, um endlich seinen Machenschaften ein Ende zu bereiten. Sie haben bereits Freunde bei ihrem Kampf verloren. Werden sie noch mehr oder am Ende vielleicht sogar Jax verlieren? Ich hatte von Anfang an meine Probleme mit der Reihe. Und 1 und 2 haben in ihren jeweiligen Rezensionen sowohl Lob als auch Kritik bekommen. Aber der Cliffhanger von Band 2 hat mich dann doch dazu verführt, Band 3 lesen zu wollen. Letztlich habe ich ihn jetzt aber nach Monaten des immer wieder Probierens doch final abgebrochen. Ein Grund dafür war, dass ich das Buch furchtbar vorhersehbar fand. Gerade was die Entscheidungen der Protagonisten im Liebesdreieck angeht, ging mir das total auf die Nerven. Mir war das einfach viel zu viel Teenie-Drama trifft auf Pathos. Ein weiterer Grund für mich war, dass sich das Buch ewig in die Länge zog. Grace ist immer so doof, naiv und benutzt ihr Hirn nur dann, wenn es absolut nicht mehr anders geht. Offensichtliche Dinge werden ignoriert, nur um dann mit großem Getue herausgefunden zu werden. Das ist anstrengend. Ich habe schon extra nach einigen Kapiteln zum Hörbuch gegriffen, in der Hoffnung, dass mich die Geschichte so vielleicht mehr packt, aber auch da leider Fehlanzeige. Denn das Hörbuch liefert seinen ganz eigenen Kritikpunkt, Hudsons Akzent. Hudson soll mit britischem Akzent sprechen. Im Englischen ist sowas kein Problem, aber im Deutschen leider ein großes, denn der Fake-Akzent klingt einfach nur furchtbar und hat mir Kopfweh eingebracht. Die Geschichte selbst verschachtelt sich immer mehr. Es kommen in jedem Buch neue Mythen und neue Probleme hinzu. An sich ja eigentlich auch nicht schlecht, aber das Problem ist, dass ewig immer gefühlt nichts passiert. Die Längen werden mit dem Liebesdreieck gefüllt, bei dem einfach jeder vor sich hin leidet und jammert und bei mir leider kein Gefühl mehr ankommt. Für mich
hatte die Geschichte in Band 1 und 2 schon ihre Schwächen. Aber es gab auch Dinge, die mir gefielen und mich so trotzdem bei der Stange hielten. Jetzt, bei Band 3, überwiegend aber für mich die Kritikpunkte. Ich habe über Monate immer wieder versucht, doch noch in das Buch reinzukommen. Aber für mich zog es sich dieses Mal leider einfach zu sehr. Das Liebesdreieck mit den drei stets jammernden und leidenden Protagonisten, die immer so furchtbar vorhersehbare Entscheidungen treffen, ging mir tierisch auf die Nerven. Und bei mir war die Spannung, das wissen zu wollen, wie es weitergeht, irgendwann einfach komplett weg. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, das Buch und die Reihe offiziell abzubrechen. Schade, aber ich denke, es ist besser so. Für mich war es zu viel Frust, zu viel genervt sein und dafür sind mir die Bücher einfach zu teuer. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!